Das ist eine sehr hohe Auszeichnung für mich, für meine Arbeit, für mein Selbstverständnis als Wissenschaftlerin und auch als Person, die Brücken baut, Brücken bauen möchte, die eine Brücke sein möchte, um diesen vermessenen Ausdruck vielleicht zu verwenden, für Menschen, die den Weg zueinander suchen und vielleicht nicht finden oder von Missverständnissen und Stereotypen getrennt werden. Und ich bin sehr glücklich darüber, über den Preis. Den heutigen Abend darf ich zum Glück mit meiner Mutter, Karin Karakaschol, und meinen beiden Kindern, Alara und Sinan, gemeinsam verbringen. Und das ist für mich ein sehr erhebendes Ereignis. Ich kann auf diese Weise auch meiner Mutter das zurückgeben, was sie mir gegeben hat und was überhaupt ermöglicht hat, dass ich diese Arbeit so tun konnte, wie ich sie bisher getan habe. Der Dialog begleitet mein ganzes Leben. Der Dialog ist im Grunde genommen etwas, womit ich aufgewachsen bin. Mein Elternhaus war ein Haus des Dialogs. Meine Mutter Christin, mein Vater Muslim. Und beide mit einem sehr persönlichen Verständnis ihrer jeweiligen Religion. Der Dialog war für mich wichtig zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Es ist für mich immer wichtig, deutlich zu machen, dass Menschen nicht einfach einer Gruppe zugehören, sondern Individuen sind und ihre vielfältigen Persönlichkeiten haben und dass sie miteinander in Kontakt und direktes Gespräch treten müssen, damit sie sich besser kennenlernen und verstehen können. Begegnungen sind wichtig, um überhaupt eine Gesellschaft gemeinsam zu bauen. Auch eine Gesellschaft muss ja permanent neu wieder gebaut werden, neu aufgebaut werden, neu definiert werden. Und da müssen die Menschen sich direkt begegnen, direkt auseinandersetzen mit ihren Vorstellungen und Ideen und aufeinander zugehen. Deswegen ist das Kerngerüst der Gesellschaft, die Grundidee von Gesellschaft, dass Menschen sich begegnen. Und das ist auch mein Fach, Interkulturalität. Das ist die Aufforderung, sich auf der Ebene von Selbstverständnissen, von kulturellen Ideen und Vorstellungen zu begegnen, sich auszutauschen, gegenseitig zu befruchten und auch zu verändern. Verändern ist ganz wichtig. Der Deutsche Dialogpreis wird heute von Menschen vergeben, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Was bedeutet das für Sie? Ich finde, dass das ein guter Weg ist, sich in der Gesellschaft zu positionieren. Es ist ein guter Weg, deutlich zu machen, dass man die Themen mitsetzen möchte, dass man in der Gesellschaft Akzente und Themen setzen möchte, mit denen man die Gesellschaft mitgestaltet. Und dass man ein aktiver Teil der Gesellschaft sein möchte und hier einen produktiven, konstruktiven Beitrag leisten will. Ich finde richtig, dass die Gülen-Bewegung, die ja den BDDI ausmacht, auf diese Weise auch ganz offen in die Öffentlichkeit tritt und sagt, das sind wir, das ist unser Selbstverständnis. Wir sind keine versteckte Gruppe, sondern wir sind dieses und wir wollen als solche einen ganz aktiven Beitrag für die Gesellschaft leisten.